Sveiki visi. Esame dėkingi, kad pasirinkote šią karštą popietę ne paplūdimį, o šią įdomią paskaitą. Mes tęsėme pirmojo pasaulinio karo tematiką šią popietę ir svečiuose garbinga viešnia iš Vokietijos, ponia Dorotėja Virling. Renginį moderuoja Tomo Mano kultūros centro kuratoriume pirmininkė profesorė daktarė Ruth Lazarowicz. Ir vertėjauja Jūratė Šukauskaitė, tad linkiu jums įdomaus renginio. Hallo an alle. Ich bin dankbar, dass Sie diese Veranstaltung anstatt des Strands an diesem heißen Nachmittag gewählt haben. Wir führen das Thema Erster Weltkrieg fort und wir haben einen sehr ehrenvollen Gast bei uns, Frau Dorothee Wirling. Die Moderatorin heute ist Professor Dr. Ruth Lazarowicz, die Vorsitzende des Kuratoriums des Thomas-Mann-Zentrums und die Dolmetscherin ist Jūratė Šukauskaitė. Ich wünsche Ihnen eine schöne Veranstaltung. Guten Tag, auch von meiner Seite. Ich möchte Ihnen noch mit einigen Sätzen unseren Gast, Frau Professor Dr. Dorothee Wirling, vorstellen. Ich sage das jetzt einmal Professor und dann lasse ich alle Titel heute weg, aber ja, es sollte doch, wenn man schon einen Professorentitel hat, dann sollte es schon wenigstens einmal erwähnt werden. Sie ist ein Gast des Goethe-Instituts Vilnius im Wortprogramm des Thomas-Mann-Festivals. Und Dorothee Wirling ist eine Historikerin, die sich vor allen Dingen mit Sozial- und Mentalitätsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigt. Labą dieną. Norėčiau pasakyti porą sakinių apie mūsų viešnę, profesorę daktarę Dorothee Wirling. Aš titulus paminėsiu nors bent vieną kartą, po to jau jų nebesakysiu, bet jeigu jau turi titulą, tai reikia bent kartą jį pasakyti. Tai yra Goethės instituto Vilniuje viešnė, kuri dalyvauja šiais metais žodžio programoje, yra istorikė ir tyrė daugiausiai socialinę ir mentaliteto istoriją 19-20 amžiaus. Und Frau Wirling war Professorin an der Universität Hamburg und stellvertretende Direktorin der Forschungsstelle für Zeitgeschichte in Hamburg. Also das muss man sich wie ein historisches Institut an der Universität Hamburg vorstellen. Aber vorher hat sie verschiedene Gastprofessuren gehabt in Seattle und an Ebor und in Tel Aviv, also immer so auf der westlichen Halbkugel. Ihre Promotion hat sie zu einem sehr interessanten Thema geschrieben, nämlich zu Dienstmädchen. Und das, was wir heute hören, ist eigentlich ein Auszug aus einem Buch, das bereits erschienen ist und das sehr, sehr gute Resonanz in Deutschland und in der deutschen Presse hatte. Ponia Wirling dirba profesorė Hamburgo universitete. Ji yra istorijos centro direktorės pavaduotoja, tai yra istorijos institutas Hamburgo universitete. Prieš tai ji dirbo profesorės įvairiose skirtingose universitetuose, be kita ko Tel Avive, daugiausiai vakarų pasaulyje. Ir jos daktaro darbo tema buvo labai įdomi, ji rašė apie tarnaitės. Šiandien mes išgirsime ištrauką iš jos jau išleistos knygos, kuri Vokietijoje susilaukė labai didelio atgarsio. Ja, und jetzt darf ich Sie einladen, mitzuhören für die Deutschen, mitzulesen für die litauischen Sprachkundigen zu Ende und Anfang, Depression, Pathos und Pragmatismus im deutschen Bildungsbürgertum. Herzlich willkommen, Dorothee Wirling. Dabar kviečiu visus pasiklausyti vokiečių kalbą arba paskaityti lietuvių kalbą. Pranešimo pavadinimas, 18 metai, pabaiga ir pradžia, depresija, patosas ir pragmatizmas Vokietijos inteligentijoje. Prašau. Gut. Vielen Dank. Jetzt können Sie mich hören? Ich glaube, es ist an. Gut.
Das ist, weil ich nicht alle sehe, aber wenn Sie mich alle hören können, bin ich sehr froh. Guten Tag. Ich möchte mich sehr, sehr herzlich bedanken für die Einladung. Ich bin zum ersten Mal in meinem Leben im Nidden und finde es wunderbar. Ich möchte mich auch bedanken, dass Sie gekommen sind, weil das ist ja schon, sind ja schon erschwerte Bedingungen, die man hier klimamäßig vorfindet. Und vielen Dank auch für die sehr freundliche Einführung und für die Übersetzung. Bevor ich mit meinem Vortrag beginne, würde ich noch ganz kurz hinweisen auf, diese Fotos, die Sie bekommen haben. Das sind die drei Protagonisten, über die ich sprechen werde. Und es, damit Sie wissen, wen Sie ungefähr vor sich haben. Und dann habe ich selber festgestellt, dass ich in meinem Manuskript, das ich der Übersetzerin gegeben habe, einen kleinen Tippfehler habe, den wir korrigieren sollten, weil es eine falsche Jahreszahl ist. Natürlich für Historiker furchtbar. Und das werden Sie sagen, wo das verändert werden muss. Und dann fange ich an. Labai ačiū. Ir man labai džiugu, kad jūs čia susirinkote visi. Šiomis apsunkintomis klimato sąlygomis. Aš esu pirmą kartą Nidoje ir čia tikrai yra labai nuostabu. Taip pat dėkoju už tokį gražų įvadą ir už vertimą. Ir prieš pradėdama savo pranešimą norėčiau pasakyti, kad yra išspausdintos nuotraukos tų trijų protagonistų, apie kuriuos aš kalbėsiu, tiesiog tam, kad žinotumėt, kokie buvo žmonės. Ir dar viena pastaba, tekste įsivėlė viena klaidelė, buvo įrašyti ne tie metai, žinoma, kaip istorikai, man tai yra baisi klaida, bet vertėja pasakys, kurioje vietoje ji bus. Tai bus lietuviško teksto penktasis puslapis viršuje. Oto 1919 metų vasarį niekieno žemėje ir taip toliau čia turėtų būti 15 metai. Ne 19, o 15. Okay. Gut, alles klar? Okay. Kann losgehen. Im Gedenkjahr 2014 ließen sich die europäischen Gesellschaften, vor allem im Westen des Kontinents, noch einmal in einen Strudel der Kriegsbegeisterung ziehen. Allerdings im Modus des Gedenkens, das sich sowohl auf die Frage der Kriegsschuld bezog, als auch auf die Gewalt und die Opfer, vor allem aber auf das uns heutigen so fremde Glücksgefühl, welches damals vor allem das westeuropäische Bürgertum erfasste. Man hatte sich 1914 dem plötzlich ausbrechenden kollektiven Rausch hingegeben, endlich die gesellschaftliche Zersplitterung der Moderne, die oberflächlichen Errungenschaften von Technik und Konsum, den feinsinnigen Intellektualismus bürgerlicher Bildung hinter sich lassen zu können, um sich mit der ganzen Person, ja dem eigenen Leben, dem Ganzen der nationalen Gemeinschaft, dem Hass auf den Feind und dem Opfermut auf dem Schlachtfeld hinzugeben. Es ging um ursprüngliche Natur versus nervöse Überspanntheit, um Gefühl versus Intellekt, organische Gemeinschaft versus ausgehandelte Gesellschaft, um Volk gegen Individuum, offenen Feindeshass gegen falsche Völkerfreundschaft. Und in diesem Spiel der Gegensätze sah man das Gute, das Tiefe und das Echte nur bei sich selbst und sein Gegenteil beim Feind. Träger dieses Rausches war insbesondere das Bildungsbürgertum. Dem kollektiven Gefühlsausbruch des Augusterlebnisses folgte die philosophische Untermauerung, die dem Krieg im Geist von 1914 den geistigen, philosophischen Grund und erhabenen Charakter verschaffen sollte. Während diese Welle aller europäischen Nationen erfasste, erscheint sie im Deutschen Kaiserreich besonders ausgeprägt und Deutschland wird auch das Zentrum meines Vortrags sein. Im Gedenkjahr 2018 stehen andere Themen im Vordergrund. Das ganze Ausmaß der Gewalterfahrung durch das maschinelle Töten, die persönlichen Leiden und Verluste von Überlebenden und Hinterbliebenen, der kontroverse Versailler Friedensschluss, die Nationenbildungen und Revolutionen, die langfristigen Folgen in den Jahren, die später Zwischenkriegszeit genannt wurden. Vom Augusterlebnis war 1918 nicht mehr die Rede. Lange vorbei war der kurze Rausch, dem die Ernüchterung folgte.
Ich möchte aber danach fragen, wie dieselben Menschen, die im August 1914 den Beginn eines erhabenen Menschheitserlebnisses sahen, im November 1918 versuchten, mit ihrer Selbsttäuschung, ihren Verlusten und ihrer Niederlage umzugehen. Und das soll beispielhaft an drei Personen aus dem Bürgertum geschehen, die für verschiedene Formen des Umgangs mit dem Kriegsende stehen. Das sind die drei Personen, deren Fotos Sie haben. Mich interessieren die ganz persönlichen Bewältigungsversuche in Ihrem Bezug zur früheren Haltung zum und den Erfahrungen im Krieg. Anders als im August 1914 fehlt im November 1918 die emotionale Verbundenheit, die das gemeinsame Erleben von Tragik schaffen könnte. Jeder für sich allein, so scheint es, suchte in der Bewältigung des vergangenen Verlustes zugleich einen neuen Anfang. Und nicht jeder findet ihn. Ich möchte über drei Personen sprechen, die ich im Laufe meiner Forschungen näher kennengelernt habe und die ich Ihnen eingangs kurz vorstellen möchte. Der erste meiner Protagonisten ist Dr. Heinrich Braun, ein aus Österreich stammender Publizist jüdischer Herkunft. 1854 geboren, ist er bei Kriegsausbruch 60 Jahre alt. Seine 9 Jahre jüngere Frau, die sozialdemokratische Frauenrechtlerin Lili Braun, engagierte sich im Gegensatz zu ihm begeistert für den Krieg. Sie stirbt 1916 an einem Schlaganfall. Der gemeinsame Sohn Otto, der sich 1914 im Alter von gerade 17 freiwillig gemeldet hatte, fällt im April 1918 an der Somme. Bei der zweiten Person in der Mitte handelt es sich um Julie Vogelstein, eine aus gelehrtem und reichem jüdischen Haus stammende Kunsthistorikerin, die die Brauns 1914 kennenlernt, bald zur engen Freundin der Familie wird und sogar bei den Brauns einzieht. Ihr Bezug zum Krieg ist allein durch die Liebe zur Familie Braun vermittelt, deren Glück sie wünscht und soweit es geht fördert. Nach dem Tod Lili Brauns bleibt Julie Vogelstein bei Heinrich Braun und heiratet ihn nach dem Krieg. Der dritte Protagonist ist der Bewohner dieses Hauses, Thomas Mann, ein, wenn auch jüngerer Zeitgenosse der Brauns, die ihn allerdings nie kennengelernt oder in ihrer Korrespondenz erwähnt haben. Bei Kriegsausbruch ist er schon ein erfolgreicher, bekannter und wohlhabender Schriftsteller, lebt mit Frau und Kind in einer gerade frisch bezogenen Münchner Villa und bleibt äußerlich vom Krieg weitgehend unberührt, während er sich zugleich als öffentlicher Intellektueller einreiht in die Gruppe derjenigen Bildungseliten, die den Krieg nicht nur begeistert unterstützen, sondern auch philosophisch begründen und rechtfertigen. Ich beginne mit Heinrich Braun. Heinrich Braun waren Militär und Krieg eine fremde Welt. Anders als seine Frau, deren Vater preußischer General gewesen war, versuchte er, seinem Sohn die Meldung zum Freiwilligen auszureden. Als ihm dies nicht gelang, begann er, den Krieg als eine Bewährungssituation für den Jungen zu deuten. Eine Erfahrung, die ihm nach dem Sieg, also ihm, dem Otto, nach dem Sieg als Grundlage für die politische Karriere dienen würde. Und das war eine Karriere, die ihm, Heinrich, selbst versagt geblieben war. Kurz vor Kriegsausbruch hatte er den innig geliebten 17-jährigen Sohn bekannt, schriftlich, und ich zitiere: „Die einzige Hoffnung, auf die ich noch fest vertraue, ist die auf dich. Dir soll das Leben halten, was es mir versagt hat. Enttäusche mich nicht. Erfülle dich, wie du jetzt bist, immer mit großen Gefühlen und hohem Streben. Bleib dir selber treu und lass den Helden in deiner Brust nicht sterben.“ Ende des Zitats. Dieser Wunsch oder dieser Auftrag musste nun unter den Bedingungen des Krieges verwirklicht werden, den der sozialdemokratische Vater gleichzeitig als einen Testlauf für einen sozialistischen Staat ansah. Denn die staatlich kontrollierte Kriegswirtschaft ähnelte den sozialistischen Vorstellungen einer am Gemeinwohl orientierten Wirtschaft und Politik. Neben der ständigen Angst um seinen Sohn
beschäftigten Heinrich Braun deshalb während des Krieges vor allem die theoretischen Grundlagen des Staatssozialismus, als dessen zukünftigen Führer er seinen Sohn Otto sah. Wieder gegen den Willen von Heinrich Braun meldete sich Otto Anfang 1918, ein weiterer Tippfehler, tut mir leid, 1918, nach einjährigem Aufenthalt in Berlin zurück bei seinem Regiment, das auf dem Weg an die Westfront war. Dort wurde er am 29. April von einer Granate tödlich getroffen, gerade 21 Jahre alt. Noch am selben Abend erhielt Heinrich Braun ein Telegramm mit der Nachricht von Ottos Tod. Julie Vogelstein, die ihm das Telegramm überreichte, schrieb darüber, ich zitiere, er fragt mit keinem Wort, mit keinem Blick, er klagt, er stöhnt mit keinem Laut, bleibt stier und stumm. Seine Finger umkrallen das Telegramm, seine Augen bohren sich in die Buchstaben und lesen sich blind. Ende des Zitats. Sein erster Wunsch war es, den toten Sohn nach Hause zu holen. Er stellte Anfang Mai 1918 einen entsprechenden Antrag, erhielt für sich und Julie Vogelstein Passierscheine, aber die Reise war nicht erfolgreich. Heinrich erkrankte auf der Fahrt durch Frankreich und musste sie in Cambrai unterbrechen. Als sie später als geplant bei der Gräberverwaltung in Valenciennes eintrafen, um den sogenannten Leichenpass zu erhalten, war inzwischen die Gültigkeit der eigenen Passierscheine erloschen und sie mussten unverrichteter Dinge zurück nach Berlin kehren. Heinrich plante, die Reise im September noch einmal zu unternehmen. Dazu kam es anscheinend nicht. Der trauernde Vater verfiel in eine tiefe Depression und zog sich in das bayerische Sanatorium zurück, in dem er vor 2 Jahren die Nachricht vom Schlaganfall seiner Frau Lilly erhalten hatte. Er blieb allein, er schwieg, er verweigerte sich den Hilfsangeboten seiner Freundin, Julie Vogelstein, die ihn innerlich nicht erreichen konnte. Auch nicht, als im November der Krieg zu Ende ging und in Berlin eine Revolution ausbrach, unter aktiver Beteiligung der Sozialdemokratischen Partei Deutschlands. Und Heinrich Braun war ja Mitglied dieser Partei. Zwar konnte Julie Vogelstein ihn überreden, der SPD seine Unterstützung anzubieten, doch die wurde nicht angenommen. Zu sehr hatte Braun sich mit allen dort angelegt, nicht nur durch seine zahlreichen Versuche, mit dem liberalen Bürgertum zusammenzuarbeiten, sondern auch durch seine Neigung, sachliche Konflikte persönlich zu nehmen und vor Gericht zu lösen. Aber jetzt war Heinrich Braun kein Kämpfer mehr. Seine Lebensentscheidungen hatte er ja seit Jahren nur noch im Hinblick auf seinen Sohn getroffen, dessen Glück und Erfolg er vorbereiten wollte. Mit dessen Tod hatte er nicht nur einen geliebten Menschen verloren, sondern zugleich seinen eigenen Lebenssinn, der ja darin bestanden hatte, in seinem Sohn und durch ihn weiterzuleben und seine Träume zu erfüllen. Seine einzige Obsession blieb es, zumindest den toten Sohn nach Hause zu holen. Zwar sind der Zeitpunkt und die Einzelheiten nicht mehr zu rekonstruieren, aber im Nachlass finden sich zwischen den Briefen des Jahres 1918 eine Reihe von Schwarz-Weiß-Fotografien, die anscheinend schon bei der ersten Umbettung gemacht wurden. Einige zeigen einen einfachen, groben Holzsarg auf einem von der Schlacht noch verwüsteten Feld, das vollständig mit kleinen, rohgesägten Holzkreuzen übersät ist. Auf einem anderen, offensichtlich später aufgenommenen Bild ist ein geschnitztes Holzkreuz mit Ottos Namen und militärischem Rang sowie ein mit einfachen Sommerblumen bepflanztes Einzelgrab zu sehen. Der Vertrag von Versailles bestimmte im Artikel 225 nationale, Zitat, Wünsche wegen Überführung der irdischen Reste ihrer Heeres- und Marineangehörigen in die Heimat, vorbehaltlich der Bestimmungen ihrer Landesgesetze und der Gebote der öffentlichen Gesundheitspflege, gegenseitig nach Möglichkeit zu erfüllen. Ende des Zitats. Welche bürokratischen Hürden dabei zu überwinden waren, kann nur vermutet werden. Jedenfalls wurde erst viel später im Garten der Braunschen Villa am südlichen Stadtrand von Berlin ein Doppelgrab für die Urnen von Lilly und Otto Braun erstellt.
Der Grabstein wurde laut Werkverzeichnis 1926 von Hugo Lederer gestaltet und zeigt im Relief Mutter und Sohn als klassisch griechische Figuren vor dem Eingang eines Tempels. Die Mutter scheint den jungen Krieger und Sohn willkommen zu heißen oder, wie Heinrich es im Brief an Julie im Juni 1918 formulierte, Zitat, sie mit ausgebreiteten Armen ihn erwartend und er mit großem festen Schritt auf sie zuschreitend. Zwischen dem von Julie Vogelstein gefertigten Entwurf dieses Bildes und seiner Durchführung durch den Bildhauer lagen also 8 Jahre. Heinrichs Begeisterung für die Skizze des zukünftigen Grabs ist eine der wenigen freudigen Äußerungen aus der Nachkriegszeit. Es entsprach seiner Deutung, dass Sohn und Mutter in Tod vereint und in gewisser Weise von ihm selbst, also ihm Heinrich, befreit waren. Der Sohn hatte ihm immer als Lillis Geschenk gegolten, das er nun verloren hatte, aber das an sie zurückgegangen war. Er war der Überzeugung, Lilli nicht gerecht geworden zu sein, sie in gewisser Weise betrogen zu haben. Nicht im trivialen Sinn seiner Liebe zu Julie Vogelstein, sondern weil er ihr, Zitat, so vieles, wenn nicht alles schuldig geblieben sei. Das schrieb er im Sommer 1918 an Julie. Dieses Gefühl, der Toten alles schuldig geblieben zu sein, übertrug er auch auf seinen Sohn Otto, als Julie ihm einige von dessen Tagebüchern schickte, damit er wie sie seine Gegenwart spüre. Aber Heinrichs depressive Verfassung ließ ihn die Lektüre ausschließlich negativ erleben. Er glaubte, Zitat, trotz aller Zärtlichkeit und ehrfürchtiger Bewunderung dem unglaublichen Kind blind gegenübergestanden zu haben. Und wie mit Lilli gehe es ihm auch mit Otto, dass er es jetzt erkenne, Zitat, mit welchen Menschen unerhörte Schicksalsgnade mich vereinte. Ihn quälte der Gedanke, dass es zu spät war, die geliebten Toten das noch wissen zu lassen, aber ihn tröstete, dass die beiden, die zueinander gehörten, sich nun im Grabbild freudig begrüßten. Heinrich Braun war keineswegs religiös, wohl aber offen für das Übersinnliche, und er bekannte sich zu einer Art pantheistischem Schicksalsglauben. 1927 starb er, 73-jährig an einer Grippe, also 1 Jahr nach der endgültigen Heimholung des Sohnes und dessen symbolischer Vereinigung mit der Mutter, der einzigen Aufgabe, die ihm noch geblieben war. Sein Leben hatte sich insofern erledigt, als der Krieg ihm alles genommen hatte, was er zum Weiterleben brauchte. Insbesondere die Selbstverwirklichung durch den Sohn, den er schon vor dem Krieg beauftragt hatte, sein Leben stellvertretend für ihn selbst zur Erfüllung zu bringen. Jetzt gab es, trotz seiner Liebe zu Julie Vogelstein und ihrer Liebe zu ihm, keine Hoffnung mehr. Und das Foto, was Sie sehen, ist unmittelbar, also 1 Jahr ungefähr vor seinem Tod aufgenommen worden und zeigt, glaube ich, ein bisschen seine Verfassung. Auch Julie Vogelstein hatte dem Krieg eigentlich fremd gegenübergestanden. Ihre Welt waren die griechische und die Weimarer Klassik, in die sie sich angesichts der realen Geschichte des Weltkriegs innerlich zurückzog. Von dieser zeitlosen Welt der Klassik aus deutete sie das Geschehen von Hass, Gewalt und Tod im Sinne einer griechischen Tragödie. Ihre ganze Liebe und Sorge galt ihrer neuen Familie, ihrer Liebe zu Heinrich Braun, ihrer tiefen Freundschaft mit dessen Frau Lilli und ihrer hingebenden Bewunderung für den Sohn Otto. Jedem dieser drei schrieb sie eine Rolle in dieser Tragödie zu. Lilli erschien als eine griechische Göttin, die über das Chaos herrschte. Heinrich als der väterliche Gott, der dem jungen Kämpfer Otto die Sonnenspeere und Lichtwaffen übergab. Das sind Zitate, mit denen dieser in den Krieg ziehen konnte. Und schließlich Otto selbst, der schöne und tapfere Held, der in diesem Kampf siegen würde. Unbeirrt deutete sie den Tod von Ottos Freunden als letztlich weisen Plan der Götter. Erst als Otto selbst fiel, verstummte sie, aber nicht lange. Ihre Sorge galt dem geliebten Heinrich, den sie aus der Depression, in die er versank, herausholen wollte. Ihre Strategie war es, Otto als Phantom weiterleben zu lassen. Er erschien ihr regelmäßig im Traum, zumindest erzählte sie Heinrich von diesen nächtlichen Besuchen und seinen Botschaften aus dem Jenseits.
Dazu gehörte übrigens auch das Bild, welches die Grundlage für den späteren Grabstein schuf. Heinrich mit seinem Hang zum Übersinnlichen, er zog regelmäßig eine Wahrsagerin zu Rate, war für die Ernsthaftigkeit dieser Botschaften überaus empfänglich, wenn sie ihn auch nicht aus seiner Depression zu retten vermochten. Julie Pulschens wichtigstes Projekt aber war die Herausgabe eines Buches, in dem Otto Brauns jugendlicher Nachlass in ausgewählten Texten von seiner außergewöhnlichen Persönlichkeit Zeugnis ablegen sollte. Während sie Ottos Papiere sichtete und die auszuwählenden Texte mit blauen und roten Sternchen markierte, schrieb sie an Heinrich, Zitat, »Wer so am Tag und in der Nacht mit Otto lebt wie ich, dem erwächst die Sehnsucht und das Leid zu unermesslicher Stärke. Ottos Gestalt, sein Dasein, seine Form, sein Bild, Frucht und Blüte zugleich, Herrlichkeit, gottgewordene Menschlichkeit.« Zitat Ende. Noch könne Heinrich ihn nicht so sehen, denn, Zitat, du hofftest auf ihn als großen Mann der Tat. Das hat sein Tod vernichtet. Ich aber erkenne in ihm den Mann des Seins. Otto sei ein Mensch, wie Gott sich ihn erträumt und wie er ihm nur dies einmal geglückt sei. 1919 erschien das Buch Otto Braun aus nachgelassenen Schriften eines Frühvollendeten. Diesen Gesamttext aus seinem jugendlichen Nachlass zusammenzustellen, bedeutete für Julie Vogelstein, wie sie einleitend schrieb, Zitat, das Erlebnis des unwandelbaren Seins, das sich schon im Knaben zu eigenstem Gebilde formt, bei reichster Entwicklung unverbrüchliche innere Einheit. Ende des Zitats. Durch ihre sorgfältige Auswahl schuf sie ein Bild von Otto, wie Heinrich es sich erträumte, wie sie selbst ihn sich wünschte und vor allem, wie sie glaubte, dass er selbst posthum zu dem werden wollte, was er für sich erstrebt hatte. Ein griechischer Held und künftiger Führer. Wenn sie eingangs auch behauptete, Zitat, keine der Aufzeichnungen sei jemals für eine Öffentlichkeit bestimmt gewesen, so war das nur die halbe Wahrheit. Schon der pubertierende Junge sah sich als Dichter und zukünftigen geistigen Führer. Und mit Ausbruch des Krieges glaubte er, wie die meisten bürgerlichen Freiwilligen, in einer großen Zeit zu leben, von der er ein künstlerisch wertvolles Zeugnis ablegen wollte. Vieles von dem, was er schrieb, war allerdings tatsächlich nicht zur Veröffentlichung vorgesehen. Manches war zu privat, dokumentierte sein Scheitern, bezeugte, dass er eben auch ein ganz normaler 17-jähriger Junge war, der gelegentlich grobe sexuelle Fantasien, kindliche Wut, unreife Selbstüberschätzung und peinliche Meinungen in seinem Tagebuch oder in seinen Briefen aufgeschrieben hatte. Und selbstkritisch war er vor allem in Bezug auf seine Gedichte. Die, vermutlich ganz im Sinne Ottos von Julie Vogelstein vorgenommene Textauswahl, diente der Konstruktion eines höchst einseitigen Bildes von Otto. Dem eines jungen Mannes, dem es gelungen war, seine Leidenschaften nach dem zeitlosen Gesetz der griechischen Klassik zu beherrschen und zu formen. Im Vordergrund standen nicht nur seine Bildungserlebnisse, sondern seine Moral und Willenskraft, diese Gesetze zu verstehen und anzuwenden, besonders auf sich selbst. Der Krieg stand dazu nicht im Gegensatz, sondern stellte eine besondere Prüfung dar, die Otto aber in vollem Umfang bestanden hatte. Das sollte das Buch über Otto beweisen. In diesem Vorhaben wurde Julie Vogelstein von Ottos bürgerlichen jungen Kriegskameraden aus vollem Herzen unterstützt. So schrieb einer von ihnen im August 1919, wie Otto im Februar 1915 im Niemandsland zwischen den Gräben, den Befehl erhielt, mit einer Gruppe von 8 bis 12 Mann die dort seit Monaten herumliegenden Leichen von 8 Offizieren und ca. 30 Soldaten zu bergen bzw. zu beerdigen, wobei man auch, Zitat, über hunderte von Russenleibern gestolpert sei. Als die Gruppe sich immer lauter über diese schreckliche Aufgabe beklagte, sei Otto zornig geworden und habe gerufen, Zitat, wenn unser Geist die Verwesung nicht meistert, so meistert sie unseren Geist. Dann habe er laut aus der Elias deklamiert. Zitat, von der Elias kam Otto auf Hölderlin, es war, glaube ich, eine Ode an Griechenland, ein langes Gedicht.
und Otto riss die Stimmung so an sich und machte sie so groß und stark, dass man das Warum vergaß und ahnte, alles hat seinen tiefen, großen Sinn. Ende des Zitats. Julie Vogelstein veränderte den hier nur in Auszügen wiedergegebenen Bericht des Kameraden in bezeichnender Weise. Einmal ließ sie alle Stellen weg, in denen Otto seine Kameraden beschimpft hatte, zum Beispiel als Waschlappen, die selbst schon innerlich verwest seien. Auch verschwieg sie, dass Otto, wie sie aus einem damaligen Brief über das Ereignis eigentlich wusste, hier vor allem eine Vorstellung für einen Vorgesetzten abgab, von dem er zuvor gekränkt worden war. Und schließlich verstärkte sie den falschen Eindruck, dass Otto an einer aktiven Front operierte, während er in Wahrheit auf einem lange verlassenen Schlachtfeld in sicherer Entfernung vom Feind eingesetzt war. Sie ließ alles aus, was auf Otto als trotzigen, unsicheren, hochtrabenden und eitlen 17-Jährigen verwies. Sie druckte die Geschichte vermutlich deshalb nur in einer Fußnote ab, weil Otto selbst sie weder in seinem Tagebuch noch in seinen Briefen an die Eltern erzählte, sondern nur auf die vielen unbeerdigten Toten verwies, welche die noch nicht im Kampf eingesetzten Kadetten anlässlich eines Ausflugs an die ehemalige Front gezeigt bekamen. Hatte die Szene überhaupt stattgefunden? Und wenn ja, geschah dies in der auffälligen Form, die der Otto betrauernde Kamerad beschrieb? Es ist nicht auszuschließen, dass Ottos Freund die Szene erfunden oder zu einer eindrucksvollen Geschichte gestaltet hatte, was ja ganz im Sinne Julie Vogelsteins war. Diese Fragen aber stellten sich 1919 gar nicht. Jetzt ging es um den tieferen, den klassischen und mithin überzeitlichen Sinn, den Ottos Tod und der Krieg überhaupt erhalten sollte, als ein erhabenes Ereignis, das übermenschliche Helden hervorgebracht hatte. Julie Vogelsteins Buch über Otto und den Krieg war außerordentlich erfolgreich. Die darin enthaltene Deutung wurde zum Kernelement der Erinnerungskultur an Otto Braun in den 1920er Jahren, als seine ehemaligen Freunde und Kameraden sich zu Gedenkveranstaltungen mit eigenem Kulturprogramm trafen. Das Buch der nachgelassenen Schriften eines Frühvollendeten erlebte bis 1931 mehrere Auflagen mit insgesamt 100.000 Exemplaren, was für damals sehr viel ist. Das verweist auf ein gesellschaftliches Interesse, das weit über Otto Braun hinausging. Der Verlust des Krieges, die kränkenden Bestimmungen des Versailler Vertrags von 1919 und die verheerenden ökonomischen und dann auch politischen Folgen von Krieg und Frieden stellten besondere Herausforderungen an die deutsche Nachkriegsgesellschaft, wie der Krieg zu bewerten sei, welcher Sinn ihm zugeschrieben werden konnte und wie man mit den Krisen der Nachkriegszeit umgehen sollte. Bald schälte sich eine Deutung heraus, die vor allem in den jungen Freiwilligen aus dem Bürgertum, von denen überproportional viele gefallen waren, eine Art Geisterelite machte, von der man annehmen, dass sie als Überlebende dem desorientierten deutschen Volk den Weg hätten weisen können, als seine Retter aufgetreten wären. Der sogenannte Mythos von Langemark ist hierfür das bekannteste Beispiel. Er bezieht sich auf eine Gruppe studentischer Freiwilliger, die gleich zu Beginn des Krieges bei einem leichtsinnigen Sturm nach vorn, angeblich patriotische Lieder singend, auf die feindlichen Linien in Belgien zustürmten und dabei fast vollständig vernichtet wurden. Die Figur des jugendlichen Helden, der sein Leben gern für das Vaterland hingegeben hatte, enthielt nicht nur Pathos, sondern auch Trost, nicht nur Trauer um den Verlust, sondern auch Hoffnung auf einen neuen Führer. Insofern hatte Julie Vogelstein nicht nur eine Geschichte aufgeschrieben, die sie selbst und Heinrich Braun trösten sollte und dabei den Gefallenen als reinen Geist wieder auferstehen ließ, sondern sie, die immer unpolitische, weil unhistorisch den Werten der Klassik verbundene, hatte mit ihrem Otto-Kult etwas für die Gegenwart Relevantes geschaffen. Damit war sie in Einklang mit ihrer Zeit, die sich nach Figuren wie Otto sehnte. Was Julie Vogelstein allerdings nicht verstand, sie hatte entgegen ihrer Absicht nicht etwas Zeitloses erfunden, als sie Otto als Helden entwarf. 1968 wurde nämlich das Buch
umfassend überarbeitet und unter dem neuen Titel »Fragment der Zukunft« in der Bundesrepublik veröffentlicht. Die Reaktion war verheerend. Eine Rezension sprach sogar von einem, Zitat, »furchtbaren Fragment der Vergangenheit«. Die Zeit des Pathos war lange vorbei. Julie Vogelschneider hat es nicht bemerkt und wohl auch nicht wahrhaben wollen. 1935 hatte sie Deutschland verlassen müssen. Sie starb 1971 in New York. Thomas Mann, bei Kriegsausbruch 39 Jahre alt und Vater von drei Kindern, 9, 8 und 5 Jahre alt, meldete sich nicht freiwillig und war über das negative Ergebnis der folgenden Musterungen erleichtert. Aber es drängte ihn doch, kriegerischen Gedankendienst zu tun. Im Oktober 1914 erschien ein erster Essay. Seit 1915 schrieb er an seinen, so der Titel des Buches, Betrachtungen eines Unpolitischen. Ein sehr umfangreiches Werk, das 1918 endlich fertiggestellt war und im Oktober, also einen Monat vor Kriegsende, erschien. Der Begriff der Betrachtungen verweist auf eine Haltung der Distanz, sogar der Muße. Aus dieser Haltung heraus entwickelte Thomas Mann eine Struktur, die auf dem unversöhnlichen Gegensatz zwischen Kultur und Zivilisation aufbaute. Kultur, so Mann, ist tief, sie ist Seele. Zivilisation ist flach, sie ist Geist. Das Land der seelenvollen Kultur ist Deutschland, das Land der geistreichen Zivilisation ist Frankreich. Deutsche Kultur ist Politik und staatsfern. Die Zivilisation strebt die Politisierung der Menschen an, sie will sie auf Fortschritt und Demokratie verpflichten. Die Deutschen dagegen glauben nicht an den Fortschritt. Sie wissen um die Vergeblichkeit aller Politik. Ihnen geht die Philosophie und die Kunst über alles. Und das ist gut so. Denn Demokratie, glaubte Thomas Mann, ist verordnete Mittelmäßigkeit. Dem deutschen Volk ist die Demokratie wesensfremd. Ihre Gemeinschaft ist keine politische, sondern eine kulturelle. Der Gedanke der Demokratie war das Kind der Aufklärung und die war französisch, so Mann. Aufklärung behaupte, fälschlicherweise, die Erkennbarkeit der Welt und die Lösbarkeit aller Probleme. Was den Franzosen die Aufklärung, sei den Deutschen die Kunst. Diese aber brauche Mythos, Zweifel, Melancholie und Leidenschaft. In Thomas Manns Krieg ging es um die Verteidigung der deutschen Kultur gegen den Fortschrittswahn des Westens, die Internationale der Aufklärer, dessen wichtigster Akteur Frankreich war. Zwar übertrafen Thomas Manns Betrachtungen in ihrer Komplexität und in ihrem Niveau das meiste, ich würde sagen alles, was im Krieg hierzu geschrieben wurde. Dennoch fragt man sich, warum die hier so knapp skizzierte Konstruktion so viele Jahre, so viele Seiten, Beispiele, Wiederholungen, Variationen, Abschweifungen und Umkreisungen in Anspruch nahm. Man fragt also nach dem Überschuss an Energie und Emotionen, nach dem Grund für Thomas Manns Obsession. Der Autor selbst gibt hierzu zwei Hinweise. Erstens tritt in seinem Buch in mehreren Kapiteln eine Figur auf, die verächtlich als Zivilisationsliterat bezeichnet wird. Dieser personifiziert das Prinzip des Westens, der Aufklärung, der Demokratie und des Fortschrittsstrebens. Sein Genre ist der gesellschaftskritische Roman. Er betreibt Kunst um des politischen Kampfes willen, sein Wesen ist deshalb undeutsch und seine Haltung im Krieg ist deshalb antideutsch. Der Zivilisationsliterat ist geistig in Frankreich zu Hause, dem Vaterland der gesellschaftskritischen Intellektuellen, zum Beispiel Emile Zola. Der Zivilisationsliterat tritt bei Thomas Mann immer im Singular auf. Das charakterisiert ihn einerseits als einen Typus. Andererseits steht er für einen ganz bestimmten Menschen, dessen Namen... Manchmal ist es mein Telefon. Okay, gut. Verzeihung.
also einerseits ein Typus, andererseits steht er für einen ganz bestimmten Menschen, dessen Name aber nie ausgesprochen wird. Es ist Thomas Manns älterer Bruder Heinrich, der Frankreich und die Franzosen liebt, der als einer der ganz wenigen deutschen Intellektuellen den Krieg ablehnt, an dem er Deutschland die Schuld gibt, der Zola verehrt und der sich mit dem Roman Der Untertan selbst als gesellschaftskritischer Schriftsteller hervortun wird. Heinrich, der sich schließlich, wie sein Bruder Thomas ihn immer wieder spöttisch zitiert, dem Prinzip, Zitat, entschlossener Menschenliebe verpflichtet sah. Der Bruderzwist durchzieht die gesamten Betrachtungen. Der zweite Grund für Thomas Manns Obsession ist seine traurige Gewissheit, dass er selbst nicht nur ein Mensch der Kultur, sondern auch der Zivilisation ist, dass er den Kampf zwischen diesen gegensätzlichen Prinzipien in sich selbst ausfechten muss. Dazu kam seine Gewissheit, dass den von ihm verachteten Kräften des Fortschritts und der Aufklärung die Zukunft gehören werde, unabhängig vom Ausgang des Krieges. Denn dieser, der Krieg, mobilisierte nicht nur die Kräfte der Kultur, sondern er eröffnete auch Räume für eine zivilisatorische Fortschrittsbewegung, deren Protagonisten nach seinem Ende auf der Einlösung ihrer Ziele bestehen würden. Von den Betrachtungen geht deshalb eine melancholische, pessimistische Wirkung aus, voller quälerischer Selbstbefragungen und, wie der Autor selber bekennt, hemmungsloser Gefühlsäußerungen. Wenn Thomas Mann auch mit dem groben Nationalismus vieler Deutschen im Krieg nichts anfangen konnte, dem Kriegsgeschrei, der falschen Heldenverehrung und Hasstiraden auf den Gegner, waren ihm fremd, schrieb er doch vom, Zitat, tiefsten in mir, meinem nationalen Instinkt. Er spürte, wie, Zitat, irgendwelche Gebundenheiten meines Seins und Wesens bewirken, dass ich Deutschlands Sieg wünsche. Dieser Wunsch gründete auf der Überzeugung, dass das Phänomen des Kulturbürgertums, sein Verständnis von Bildung und Kunst, zutiefst deutsch seien und dass sein eigener Sinn für Solidität, das ist ein Zitat, und sein, Zitat, Instinktanspruch auf Würde und behaglichen Überfluss, das finde ich besonders schön, nur unter den Bedingungen deutscher Kultur befriedigt und ausgelebt werden können. Seine eigene Bürgerlichkeit bestimmte er also als den Kern deutscher Kultur überhaupt. Seine Angst vor deren Verlust war also existenziell, sie war zutiefst persönlich. Demgegenüber bleibt der Krieg selbst als militärischer Konflikt, als Weltkrieg, als Ereignis zuvor unvorstellbarer Gewalt mit Millionen Toten und zivilem Elend merkwürdig im Hintergrund im Buch. Erst im 9. Kapitel, überschrieben Einiges über Menschlichkeit, legt Thomas Mann dar, was er vom Krieg als Gewalt weiß. In 8 Zeilen presst er Bilder von zerrissenen Menschenkörpern und kindlichen Schreien nach der Mutter, wehrt sich aber sogleich gegen seine spontane Reaktion auf solche Bilder, nämlich Erbarmen und eigene Todesangst. Denn, so Mann weiter, das sind jetzt Halbzitate, der Einzelne stirbt immer nur seinen eigenen Tod, der nicht schrecklicher wird dadurch, dass er im Krieg verzehntausendfacht. Sterben müssen wir alle, auch im Bett sterben kann schrecklich sein. Wie sich der Tod unter den Bedingungen des Krieges anfühlt, darüber ließ sich Thomas Mann durch die 1916 erstmals veröffentlichten Kriegsbriefe deutscher Studenten, eine Sammlung von Professor Wittkopp, belehren, die Krieg und Tod ihren schrecklichen persönlichen Sinn zusprechen. So zitiert er einen jungen Reserveleutnant aus einem von dessen Briefen: Dieser Gang durch den Tod war mir eine ungeheure, selige Qual, eine Befreiung. Zitat Ende. Thomas Mann fragt, Zitat, lehrt nicht dieser Brief, dass die Seele des Menschen nicht umzubringen, nicht zu entwürdigen ist, dass ihre wahre Kraft und Hoheit sich erst im Leiden ganz bewährt? Den Krieg als Gewalterlebnis deutet Thomas Mann also als eine Gelegenheit, intensiv das Leben, den Tod und die Kunst zu erleben. Er vergleicht ihn an derselben Stelle mit der archaischen Grausamkeit eines Geburtsvorgangs als kulturelle und menschliche Notwendigkeit. Obwohl Thomas Mann seit 1915 an seinen Betrachtungen gearbeitet hatte,
wird er den gesamten Text, als er schließlich vor der Drucklegung 1918 seine Einleitung dazu schrieb, sicher noch einmal gelesen haben. Angesichts der Wirkung, die der Krieg auf die gesellschaftliche Verfasstheit in Deutschland hatte, nahm er die unaufhaltsame Tendenz zur Demokratisierung und die zunehmenden Forderungen nach mehr Partizipationsmöglichkeiten eher resigniert zur Kenntnis. Anstatt der von ihm verachteten Demokratie, die für ihn das Ende von Kultur und Kunst bedeutete, schloss er sich daher der Idee des sogenannten Volksstaats an. Darunter verstand er die Verpflichtung staatlicher Politik auf, Zitat, volkliches Wollen sowie eine volkstümliche Herrschaftsausübung. Diese sollte aber nicht durch das allgemeine und gleiche Wahlrecht verwirklicht werden, sondern er baute auf die spontane Durchsetzung des Volkes als mythische Einheit, wie sie ja auch im August 1914 bestanden habe. Aber wirklich glauben konnte er an diese Möglichkeit nicht mehr. In seiner Wahrnehmung hatte die Idee der Organisation schon die des Organischen besiegt. Wir können also davon ausgehen, dass er die schon einen Monat später beginnende Nachkriegszukunft ohne Enthusiasmus erwartete, um es mal mild auszudrücken. Umso erstaunlicher, dass Thomas Mann die veränderten Verhältnisse zügig zur Kenntnis nahm und sich in schnellen Schritten von den leidenschaftlichen Postulaten seiner Betrachtungen entfernte. Schon im Januar 1919, also 3 Monate später, deutete er an in einem Vortrag, dass die Niederlage, Zitat, von den Kräften der Zukunft bewältigt werden könne. Der soziale Volksstaat sei ein folgerichtiges Ziel deutscher Geschichte. In seinem Vortrag, später veröffentlicht unter dem Titel »Von Deutscher Republik«, wandte er sich vor allem an die männliche, studentische, also bürgerliche deutsche Jugend. Ohne seinen Betrachtungen explizit zu widersprechen, deutete er die Weimarer Republik bald als Erfüllung seines Traums von der Einheit von Volk und Staat. Er distanzierte sich vom Krieg, den er nun eine Lüge und eine Blutorgie nannte. Er distanzierte sich auch vom deutschen Kaiser und von seinem Staat, über den er sich als, Zitat, imperiale Galaoper lustig machte. Stattdessen seien Republik und Demokratie eine, Zitat, innere Tatsache geworden. Der Staat sei dem Volke zugefallen und könne ihm Heimat werden. Um die Republik innerlich anzunehmen, versuchte Thomas Mann diese, wie zuvor den antidemokratischen Volksstaat, poetisch zu romantisieren und auch zu erotisieren. Er berief sich auf Novalis politische Sehnsüchte und auf Walt Whitmans Idealisierung der amerikanischen Demokratie. Er wollte die Republik nicht nur akzeptieren, er wollte sie lieben und ging dabei so weit, sie als die staatliche Form eines homoerotischen Männerbundes zu beschreiben, als Gebilde sich, Zitat, liebend einander umschlungen haltender Freistaaten, Zitat Ende. Selbstverständlich lasen die Zeitgenossen den Essay von Deutscher Republik dennoch als radikale Distanzierung von den Betrachtungen. Darauf antwortete Mann im Vorwort zur gedruckten Ausgabe, ich glaube, die war 1922. Zitat, ich weiß von keiner Sinnesänderung. Ich habe vielleicht meine Gedanken geändert, aber nicht meinen Sinn. Zitat Ende. Was wie eine spitzfindige Rechtfertigung klingt, mag dennoch wahr sein. Die Begründung, der Gegenstand und die Ambivalenz seiner Liebe waren gleich geblieben. Er hatte sein Liebesobjekt nur an einem anderen Ort wiedergefunden, beziehungsweise begann sich an einem anderen Ort diese vorzustellen. Dieses Liebesobjekt aber blieb die melancholische, ironische, ambivalente deutsche Tiefe. Und er selbst blieb sich treu als deutscher Bürger, ein an sich selbst leidender Künstler und protestierender Konservativer. Dennoch drängt sich der Eindruck eines extremen Pragmatismus auf, getreu dem Motto, dass wenn man, was man liebt, nicht bekommen man einfach das lieben soll, was man stattdessen erhält. Hatte Thomas Mann schnell verstanden, dass seine bürgerliche Behaglichkeit durch die Demokratie keineswegs gefährdet war? Hatte das unrühmliche Kriegsende zu einer plötzlichen Ernüchterung geführt, die ihn sein vorheriges Schwärmen über die Tiefe deutscher Kultur als beschämend empfinden ließ?
Oder lag der Grund für seinen schnellen, anscheinend auch mühelosen Wandel in der Tatsache begründet, dass er anscheinend, also soweit ich weiß, keinen direkten persönlichen Verlust zu beklagen hatte? Sein älterer Bruder Heinrich war schon für den Wehrdienst untauglich geworden. Sein jüngerer Bruder Viktor wurde zwar eingezogen wegen seines Rheumatismus, aber den ganzen Krieg in einer Kaserne in München. Wie auch immer, Thomas Mann blieb ein konservativer, aber loyaler Unterstützer der Weimarer Republik. Im Februar 1933 verließ er Deutschland und kehrte nach Kriegsende aus dem US-amerikanischen Exil zurück. Er hatte also wirklich aus der Erfahrung des Ersten Weltkriegs und seines Endes politisch gelernt, auch wenn die Betrachtungen in seinem Gesamtwerk für manche einen peinlichen Ausrutscher darstellen. Ich habe Depression, Pathos und Pragmatismus als sehr persönliche, im eigenen Erleben begründete Reaktionen auf das Kriegsende beschrieben. In den mir verbleibenden Minuten möchte ich aber noch einmal auf den gesellschaftlichen Ort verweisen, an dem diese Reaktionen ihre Basis hatten. Deutschland hatte mit fast 2 Millionen Kriegstoten die höchsten Verluste im Ersten Weltkrieg zu beklagen, insbesondere wenn man diese Zahl mit der Größe der Gesamtbevölkerung in Beziehung setzt. Alle Bevölkerungsschichten waren davon betroffen. Es gab kaum eine Familie, in der nicht ein Vater, ein Sohn, ein Bruder getötet worden war. Oft auch mehrere Männer. Wir können gar nicht ermessen, wie viel Trauer in Nachkriegseuropa herrschte. Eine Trauer, die durch Revolutionen, Bürgerkriege, materielles Elend, neue Staatsgründungen und ethnische Konflikte zum Schweigen gebracht schien. Im deutschen Bürgertum waren es vor allem die vielen jungen Freiwilligen, unter denen die Todesrate besonders hoch war. Die Trauer um sie konnte übertönt werden, sie konnte die Hinterbliebenen lähmen, sie konnte sie brechen. Lange wurde darüber wenig nachgedacht, weil der Zweite Weltkrieg mit einer noch viel höheren Zahl von Toten, seinen Millionen zivilen Opfern und den schrecklichen Genoziden den Ersten Weltkrieg als bloßes Vorspiel erscheinen ließ. Aber für die damals Mitlebenden, die Überlebenden, fühlte sich das ganz anders an. Nur die wenigsten deutschen Gefallenen konnten nach Hause geholt werden. Sie blieben, wenn überhaupt, irgendwo an der Front verscharrt. Ihre Leichen waren später von denen ihrer Gegner nicht mehr zu unterscheiden. Bis heute, 100 Jahre nach Kriegsende, finden die Bauern an der Somme noch immer menschliche Knochen, wenn sie ihre Felder pflügen. Sie hängen die Fundstücke an den Zaun, wo sie vom Museum in Peronne abgeholt und begraben werden. Die Unaussprechlichkeit der privaten Trauer wurde bald überdeckt von öffentlichen Trauerritualen, in denen die jungen bildungsbürgerlichen Gefallenen eine zentrale Rolle einnahmen, wie ich am Beispiel des im April 1918 an der Westfront getöteten Otto Braun gezeigt habe. Der Heldenkult in diese Jungen war eine Antwort auf die Niederlage. In der sogenannten Dolchstoßlegende, wonach die kriegsmüde und revolutionäre Heimat die kämpfende Truppe im Stich gelassen und verraten habe, galt Deutschland als im Felde unbesiegt, wie es von reaktionärer Seite hieß. Aber auch wer damit nicht übereinstimmte, war durch die harschen Bestimmungen des Versailler Vertrags, die mit der These von Deutschlands alleiniger Schuld am Krieg begründet wurden, tief in seiner nationalen Würde verletzt. Die gefallenen Helden galten als der Beweis nicht nur für den Mut, sondern auch für den Edelmut der deutschen Soldaten. Die Briefsammlung von Wittkopp, auf die sich Thomas Mann berief, wurde 1918 und bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs regelmäßig neu aufgelegt, jetzt unter dem Titel Briefe gefallener Studenten. Zahlreiche Offiziere, ganze Regimenter schrieben über ihre individuellen und kollektiven Heldentaten. In jährlich wiederkehrenden Gedenktagen erinnerte sich die Republik an ihre Gefallenen mit Trauer, Stolz und teilweise Rachegedanken. Kritische, gar pazifistische Verarbeitungen waren in der Minderheit und lösten aggressive Proteste aus. Als 20 Jahre später der Zweite Weltkrieg begann, sah eine Minderheit der Deutschen das als Gelegenheit, die Verluste und Kränkungen an die damaligen Sieger zurückzugeben. Der sogenannte Blitzkrieg schien sie zunächst darin zu bestätigen. Am Ende war die Zahl der eigenen Toten mit über 3 Millionen deutlich höher als im Ersten Weltkrieg. Russland, das im Ersten Weltkrieg 1,3 Millionen Gefallene zu beklagen hatte, verlor im Zweiten Weltkrieg als Sowjetunion 19 Millionen Menschen.
Die pathetische Beschwörung des stolzen Kriegers und nationalen Heldentums hatte sich zumindest in Deutschland auf lange Zeit, ich würde mal sagen bis heute, erledigt. Dagegen erwies sich der Pragmatismus, mit dem das Kriegsende bewältigt wurde, als ein wirklicher, tragfähiger Anfang. Trotz aller politischen Gewalt und ökonomischer Krisen, nach wenigen Jahren stellte sich heraus, dass sich in der Weimarer Republik auch oder sogar besonders für das Bürgertum gut leben ließ, dass die Demokratie nicht nur Mittelmäßige an die Macht brachte und dass die Kulturbürger, wenn sie es wünschten, sich auch weiterhin ganz der Kunst widmen und ein behagliches Leben führen konnten, solange sie akzeptierten, dass die deutsche Kunst, dass deutsche Kultur sich auch politisierte, modernisierte und demokratisierte. Dass ausgerechnet Thomas Mann diese Republik so zu lieben begann, dass er sie an ihrem Ende verließ, um erst in die Schweiz und dann in die USA zu gehen, aber in die Nachkriegsrepublik zurückzukehren, mag überraschen. Es spricht aber für die Tragfähigkeit seines Neuanfangs nach dem Krieg und beweist, dass Pragmatismus nicht mit Opportunismus verwechselt werden sollte. Thomas Manns Wertekonservatismus hatte sich, wie bei den meisten deutschen Intellektuellen, im Kriegsrausch von 1914-18 verirrt. Aber anscheinend hatte sich trotz der gefühlten Hemmungslosigkeit, wie bei anderen, um ein vorübergehendes, eigentlich ein Oberflächenphänomen gehandelt, dem im Laufe des Krieges, spätestens aber mit seinem Ende, das imaginierte Objekt abhandengekommen war. Dennoch bleibt die bildungsbürgerliche Liebe zum Krieg, der Wunsch danach, im Volk aufzugehen und die Sehnsucht, im Tod, das heißt im Sterben und im Töten, sein Leben zu erfüllen, auch wenn das nur in der Fantasie stattfand, zutiefst beunruhigend. Seien wir also für den unheldischen Pragmatismus der ersten Nachkriegszeit dankbar, auch wenn er vom mörderischen Pathos des Nationalsozialismus vorläufig besiegt wurde. Danke. Vielen Dank, Frau Wierling, für diesen sehr aufschlussreichen Vortrag. Vielen Dank auch für diese Leseleistung an so einem heißen Tag. Und das geneigte Publikum darf schon überlegen, was Sie alles zu diesem Text Frau Wierling fragen möchten. Aber ich werde gleich, wenn Jurate übersetzt hat, eine erste Frage stellen. Ačiū poniai Wierling už tokį išsamų pranešimą ir už tai, kad perskaitė jį šią labai karštą dieną. Ir dabar paprašysiu klausytojus jau pasvarstyti, kokiu klausimu jie norėtų užduoti, bet pirmą užduosiu klausimą pati. Die Figur, die mich am meisten interessiert in der gesamten Konstellation, ist jetzt im Moment gar nicht Thomas Mann, sondern Julie Vogelstein. Julie Braun Vogelstein, geboren 1883. Und bevor ich zu meiner Frage gehe, werde ich noch einflechten, dass sie die Juli auch in dieser Region hier gewesen ist, denn ihr 13 Jahre älterer Bruder war lange Zeit Rabbiner in Königsberg und es gibt also in ihren Notizen auch Berichte darüber, dass sie ihn besucht hat und in dieser Region hier gewesen ist. Ich habe leider keine Zeit mehr gehabt, um das jetzt genau lokal festzumachen. Labiausiai mane sudominęs veikėjas buvo visai ne Thomas Mannas, o Julie Vogelstein, arba Julie Braun Vogelstein, gimusi 1883 metais. Pasirodo, kad Julija yra buvusi čia, šiuose apylinkėse. Jos 13 metų vyresnis brolis buvo rabinas Königsberge. Ir ji yra rašusi savo dienoraščius apie apsilankymą ten ir apsilankymą šiuose apylinkėse, dėja nebespėjau sužinoti, kur tiksliai. Jetzt zurück zum Thema. Sie haben mir gesagt, Thomas Mann habe die Veränderung zügig zur Kenntnis genommen und Sie haben es
über Juli nicht gesagt, aber im Prinzip hatte ich das Gefühl, Juli Vogelstein hätte diese Veränderung ebenso zügig zur Kenntnis genommen und hätte einen großen Pragmatismus bewiesen, nicht nur angesichts ihres späteren Ehemannes Heinrich Braun, sondern auch also für sich selber, denn wir haben ja auch erstmal übersetzt. Minėjote, kad Tomas Manas labai greitai priėmė ir suvokė įvykusius pokyčius. Apie Juliją Vogelstein to nesakėte, bet man susidarė įspūdis, kad ji irgi tos pokyčius labai greitai suvokė ir kad ji buvo taip pat labai pragmatiška, viena vertus ištikėdama iš Heinricho Brauno, kita vertus ir dėl savęs pačios. Juli gehört ja zu einer Generation, die dann zum größten Teil eine Generation unverheirateter Frauen bleibt, alleinstehender Frauen, dadurch, dass die potenziellen Ehemänner Krieg geblieben sind. Aber mich interessiert erstens, was hat Juli persönlich über dieses unglücklich ausgegangene Kriegsabenteuer von Otto Braun gedacht? Was hatte sie für eine private Meinung darüber? Und das Zweite ist bezüglich des Pragmatismus, ist das eine generative Erscheinung? Also ist diese Generation, die noch jünger ist, die eine Familie gründet, die eine Familie mit kleinen Kindern hat, wie Thomas Mann, auf einem ganz anderen Niveau so ein Ereignis zu verarbeiten als der schon über 60-jährige Heinrich Braun. Kann man das in Bezug setzen? Julija priklausė tai kartai moterų, kurių didžioji dalis liko netikėjusi arba tapo našlėmis, nes didelė dalis vyrų tiesiog žuvo kare. Bet mane domina su pirma vienas klausimas, kokia buvo Julijos asmeninė nuomonė apie Oto žūtį kare, apie taip liūdnai pasibaigusi jo nuotykį. Ir antra, ar galima būtų sakyti, kad yra skirtumas tarp Tomo Mano šeimos, tai yra šeimos turėjusios vaikų potyrio ir nuostatų karo atžvilgių ir žmogaus, kuriam jau buvo virš 60 metų. Okay. Also ich versuche es mal kurz zu machen, vielleicht auch ein bisschen grob. Vielleicht sollte ich zuerst sagen, dass die Aussagen, die ich über die Brauns und Julie Vogelstein mache, beruhen auf ungefähr 2000 Briefen, die diese Protagonisten sich alle untereinander geschrieben haben während des Ersten Weltkriegs. Das heißt, ich weiß nur, was die aufgeschrieben haben. Ich kann nur vermuten, dass das, was sie aufgeschrieben haben, auch von ihnen gedacht und geglaubt wurde. Aber wie wir alle wissen, ist das nicht notwendig automatisch der Fall. Kalbėsiu trumpai ir lakoniškai, bet pirma dar norėčiau pasakyti, kad mano šios mintis yra paremtos 2000 laiškų, kurios rašė Braunai vienas kitiems per pirmąjį pasaulinį karą. Ir taigi mes žinome tik tai, kas yra užrašyta. Ir nebūtinai tai, kas užrašyta buvo ir tai, ką jie mąstė, bet galima daryti tokią prielaidą. Und aus diesen Briefen und den Briefwechseln ergeben sich für mich zwei Punkte. Das eine ist, und das sagt sie auch von sich selber in ihrer späteren Autobiografie, dass ihre Brüder haben sich darüber lustig gemacht, dass sie Mitte des 19. Jahrhunderts aus der Geschichte ausgetreten sei. Nach der Weimarer Klassik und nach Goethes Tod hat sie alles nicht mehr interessiert. Und ich kann nur sagen, das stimmt. Iš laiškų aš supratau du dalykus. Vienas dalykas, kurį ji pati yra sakius apie save, savo vėliau išėjusio biografijoje. Iš jos juokėsi jos broliai, sakydami, kad ji 19 amžiaus pradžioje tiesiog išėjo iš istorijos, nes istorija jos pasibaigus Weimaro klasikai, mirus Goethei, tiesiog nebedomino. Das heißt, sie sagt zum Krieg eigentlich überhaupt nichts. Also sie äußert sich überhaupt nicht zum Krieg, sondern sie nutzt ihr eigenes
gebettet sein in der Klassik, hier vor allem in der griechischen Klassik, als ein Erklärungsmodell, das sie ihrer Familie sozusagen anbietet. Und insofern ist das, was ich in dem Vortrag gesagt habe, eigentlich, also in kurzer Zusammenfassung, das, was sie tut. Sie kommentiert jeden Tod eines Kameraden und immer haben die Götter das sozusagen so richtig gemacht. Ja? Das ist sehr irritierend, das zu lesen, aber ihre einzige erkennbare Handlungslogik ist ihre Liebe zu den Browns, und zwar zu allen dreien, und ihr Versuch, über ihr Leben, sozusagen sie an ihrem eigenen Leben in der Klassik teilzuhaben und so den Krieg auszuhalten. Apie karą ji nesakė iš tikrųjų ne žodžio, visiškai apie jį nekalbėjo. Ji buvo įsišaknijusi į tą senovės graikų klasiką ir per ją siūlė Braunų šeimai aiškinimo modelį. Tad kiekvieno Oto bendražygio mirtį ji vis aiškindavo kaip teisingą dievų sprendimą, ir skaitant tai iš tikrųjų tai net šiek tiek erzina. Bet ji... jos veiksmų logika yra tokia, ji tiesiog bandė Braunams per savo graikų klasikos žinias suteikti galimybę išgyventi tą karą. Insofern ist sie einerseits eine sehr ungewöhnliche Erscheinung. Also sie ist jetzt nicht typisch für eine große Gruppe von bildungsbürgerlichen Frauen, aber sie als Person ist nur im Bildungsbürgertum denkbar. So kann man es vielleicht sagen. Ji iš tiesų yra labai neįprastas reiškinys ir tikrai neatspindi didžiosios intelektualiosios buržuazijos dalies, bet kita vertus, ji galėjo būti tik toje inteligentijoje tokia. Ich frage nochmal, der Bezug zwischen Pragmatismus und Generation. Oh, ja, alles klar. Also ich würde ihr Verhalten überhaupt nicht als pragmatisch sehen, denn sie nimmt diese Deutungen ja alle sehr ernst. Also das ist tief in ihr angelegt. Sie ist keine Pragmatikerin. Nur in ihrem aus der Geschichte ausgetreten sein, ist es egal, ob es eine Revolution gibt oder nicht. Es ist egal, ob der Krieg verloren ist oder nicht. Und das ist aber so ungewöhnlich, dass ich nicht glaube, ich glaube nicht, dass Generationen da eine Bedeutung haben. Grįžtant prie klausimo apie tai, ar tas pragmatizmas yra susijęs su kartų skirtumais. Aš manau, kad jie elgėsi visiškai nepragmatiškai. Ir jį savo karo interpretacijas pati žiūrėjo labai rimtai, jos atėjo iš jos gilumos, iš vidaus, ir ji buvo, sakant, išėjusi iš istorijos ir tada visiškai vienodai, ar karas buvo laimėtas ar pralaimėtas. Bet jos atvejis yra toks neįprastas, bet aš nemanau, kad tai yra susiję su kartų skirtumais. Ist die Reihe an Ihnen? Sie können nachfragen. Ja, Danuta? Ar būtų klausimo? Labai ačiū Jums už labai įdomų tekstą. Ir labai įdomu, kaip Jūs mėginate parodyti karo pasekmes ir įveiką individuo ir visuomenės lygmenį. Bet kadangi jūs užsiminėte ir apie antrą karą, tai aš norėjau paklausti, kokia yra jūsų nuomonė. Po antrojo karo Vokietija, vakarų Vokietija, buvo pavyzdys kitoms šalims, kaip visuomenė įveikė ferarbeiten, perdirba karo traumas. Ir tai vyko įvairiais lygmenim ir kitos šalis tiesiog iš to mokėsi arba net pavydėjo. Mano klausimas, kaip Jūs manot, va ta ferarbeitung politika ir koncepcija ir tas ilgas laikas, ką jinai davė? Ačiū. Ich danke Ihnen für solch einen interessanten Text. Für mich war es ein sehr interessanter Versuch, die Folgen der Krieges anhand von Individuen darzustellen und zu offenbaren. Sie haben auch den Zweiten Weltkrieg erwähnt.
Und dazu bezieht sich, darauf bezieht sich auch meine Frage. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Westdeutschland zu einem Beispiel der Verarbeitung von Kriegstraumata auf verschiedenen Niveaus. Und andere Nationen, andere Länder haben aus Deutschland gelernt. Hat diese Kriegsverarbeitungspolitik etwas gegeben und was wäre das? Vielen Dank für Ihre Frage. Vielleicht zunächst mal die Bemerkung, dass die Verarbeitung des Krieges, des Zweiten Weltkriegs, in einem, Sie sagen, offenen, durcharbeitenden Sinne sehr spät angefangen hat. Es war nicht sofort. Es gibt eine, ich bin 1950 geboren, in meiner Familie wurde viel über den Krieg gesprochen, aber nicht in einer verarbeitenden Weise, sondern als schlimme Erlebnisse, die immer wieder erzählt werden mussten, ohne dass sich etwas änderte. Dėkuoju Jums už klausimą. Dėl karo patirčių perdirbimo, to verarbeiten. Vokietijoje jisai iš tikrųjų prasidėjo labai vėlai, tikrai ne iš karto. Aš pati gimusi 1950 metais ir mano šeimoje labai daug kalbėta apie karą, tačiau tai nebuvo tų patirčių perdirbimas, mes tiesiog kalbėdome apie tuos baisius įvykius. Ein Charakteristikum dieser frühen Erzählungen, ich glaube, das kann man so verallgemeinern, obwohl Verallgemeinerungen immer schwierig sind, aber war, dass man immer wieder über die eigenen Leiden gesprochen hat, die eigenen Toten, die eigenen Verluste, aber nicht über die Verluste anderer. Ir vienas iš tokių ankstyvųjų pasakojimų apie karo patirtis požymių, jeigu galima būtų apibendrinti, remiantis tik mano šeima, yra tai, kad visą laiką kalbėta apie savas kančias, apie savo praradimus, bet ne apie kitų kančią. Und es war dann die Nachkriegsgeneration, die eigentlich begonnen hat, natürlich jetzt nicht jeder, aber doch sehr viele, darauf zu bestehen, dass auch über, das war ja kein normaler Krieg, das war ja von Anfang an ein verbrecherischer Krieg. Es war ein anderer Krieg als der Erste Weltkrieg. Und insofern hat es die Nachkriegsgeneration für nötig gehalten, diese Deutung durchzusetzen, dass es ein verbrecherischer Krieg war. Ir apie tai daugiau kalbėti pradėjo pokario karta. Jie pradėjo reikalauti, suvokti, kad tas antrasis pasaulinis karas buvo ne toks kaip pirmasis pasaulinis karas, jis buvo nusikalstamas karas. Jie ėmė reikalauti būtent tokio suvokimo. Das hat unter anderem dazu geführt, dass die sogenannte Erlebnisgeneration, also diejenigen, die noch eine eigene persönliche Erinnerung an den Krieg hatten und auch an die Verluste, das Gefühl hatten, dass sie über sich selber als Opfer nicht mehr sprechen durften. Und ich glaube, dass wir jetzt im Moment in einer Situation sind, in der die Generationen versuchen müssen, das auszubalancieren. Also ich persönlich finde es wichtig, dass man über diesen Krieg als verbrecherischen Krieg sprechen muss, aber dass man auch anerkennen muss, dass auch in Deutschland Leute Verluste gehabt haben. Und dass sie darüber auch sprechen können müssen, ohne sofort denunziert zu werden. Und das ist sehr schwer. Taigi ta karta, kuri dar buvo patyrusi karą, ėmė jausti, kad ji nebegali kalbėti apie save kaip apie aukas. Ir manau, kad dabar yra susiklosčiusi tokia situacija, kur kartos turi bandyti pasiekti tam tikrą pusiausvyrą. Aš manau, kad svarbu, kad karas būtų laikomas ir nusikalstamų karų, bet kartu reikia duoti žmonėms teisę kalbėti apie savo kančias, jų nesmerkiant. Ir tai yra labai sunku. Wer hat noch eine? Wer hat noch eine Frage? Galbūt dar yra klausimų? Ja, ich sehe zwei Fragen hier hintereinander. Also erst die Dame und dann der Herr.
Pirma ponia, po to ponas. Ja, vielen Dank. Die Frage, die ich stellen möchte, ist, ob einer der drei Personen, die Sie beschrieben haben, in der Lage war, in der Verarbeitung dieser traumatischen Erfahrungen eigene Fehler zuzugeben. Also sich explizit auch dazu bekennen, dass ursprüngliche Einschätzungen falsch waren. Ačiū. Mano klausimas yra, ar vienas iš šių trijų asmenų sugebėjo pripažinti klydas savo pažiūrose? Eigentlich nicht. Also Heinrich Braun ist wirklich in Depression versunken. Das heißt, er war nur Trauer und er ist gestorben. Und ich muss dazu sagen, dass er von Anfang an sehr skeptisch war. Er war nicht grundsätzlich gegen den Krieg. Er wollte einfach, dass sein Sohn nicht an ihm teilnimmt. Und es kann sehr gut sein, dass er sich schuldig gefühlt hat, dass es ihm nicht gelungen ist, sich gegen den Sohn und die Mutter übrigens, die total dafür war, dass ihr Sohn in den Krieg zieht, durchzusetzen. Julie Vogelstein ist, es ist wunderbar, wenn man ihr Leben weiter verfolgt, also das, was ich sagte, aus der Zeit gefallen, das ist eigentlich immer so geblieben. Also sie ist ja 1971 in, soll ich mal aufhören? Stopp machen? In New York gestorben und gehörte zum Freundeskreis von Hannah Arendt. Und es gibt eine wunderbare Beschreibung über sie von einer, ich weiß jetzt gar nicht, die Frau von Plessner, die sie kennenlernt. Und sie spricht über die Julie Vogelstein so ähnlich wie ich, also nach dem Motto, diese Frau Vogelstein, die ist überhaupt nicht in der Lage, das Schlechte im Menschen zu erkennen. Sie besteht einfach darauf, dass alle Menschen gut sind und dass alles nach der deutschen Klassik verläuft. Also die hat sich einfach nicht geändert und das war ihre Tragik. Ja, ja natürlich. Atsakymas ne. Heinrichas Braunas tiesiog visiškai puolė į depresiją, jisai tik gedėjo ir galiausiai gana greitai mirė. Ir jisai iš pat pradžių buvo didelis skeptikas, galbūt ne dėl to, kad buvo karo skeptikas, bet greičiau dėl to, kad nenorėjo, kad sūnus jo išeitų į karą. Ir jisai galų gale jautėsi kaltas, kad jisai nesugebėjo įtikinti savo žmonos ir savo sūnaus, kad sūnus neturėtų jame dalyvauti. O sekant Julijos Vogelstein tolesnį gyvenimą, matyti, kad ji ir toliau išliko nepavaldi laikui. Ji mirė 1971 metais New York'e ir ji buvo papuolusi į Hannah Arendt draugų ratą. Ir apie ją yra išlikęs pasisakymas, panašus į mano mintis, būtent, kad Julie Vogelstein nesugeba matyti blogio žmoguje. Ji ir toliau gyvena pagal klasikinės taisyklės ir ji iš tiesų nepasikeitė. Ir tai buvo dalis jos pačios tragikos. Und bei Thomas Mann, muss ich dazu sagen, ich bin keine Thomas Mann-Expertin, deshalb, wenn jemand im Raum ist, der es besser weiß, dann lasse ich mich gerne belehren, aber nach meiner Kenntnis hat er sich eben nie, er hat sich durch seine anderen Schriften und durch seine Taten sozusagen faktisch und indirekt natürlich distanziert. Ja? Aber soweit ich weiß, gibt es zumindest keine öffentlichen Äußerungen, in denen er sich direkt auf dieses Buch, was er den ganzen Krieg durchgeschrieben hat, das ist ja irgendwie ein Werk von 3 Jahren während des Krieges, das er geschrieben hat, hat er sich nach meiner Kenntnis davon nie explizit distanziert. Aber indirekt schon. Und insofern könnten wir das sozusagen annehmen. O dėl Tomo Mano, aš beje nesu Tomo Mano ekspertė, galbūt čia tarp žiūrovų yra geriau išmanančių žmonių, bet aš manau, kad jis savo raštais, savo kūriniais ir savo darbais distancijavosi nuo savo prieš tai buvusių pažiūrų. Tačiau jisai, kiek žinau, niekada viešai nepasisakė ir niekada viešai nekalbėjo apie tą knygą, kurią rašė 3 metus, tokį ilgą laikotarpį per karą. Taigi nebuvo to tiesioginio atitolimo, tačiau netiesiogiai jis tai padarė. Darf ich noch etwas zufügen zu Mann? Also fast alle Intellektuellen des Kaiserreichs haben sich in der Weise wie Thomas Mann zum Krieg geäußert, während des Kriegs, vor allen Dingen zu Beginn. Und alle haben da, also fast alle,
die damals von allen gelesen wurden, haben das nach dem Krieg einfach beiseite gelegt. Und insofern ist Thomas Mann da jetzt keine Ausnahme. Ja? Also jemand wie Georg Simmel, den ich wirklich sehr verehre, ja, hat aber auch bei Kriegsausbruch ist er in Begeisterung ausgebrochen. Ja? Simmel. Das ist einfach, das ist, glaube ich, ein Muster, über das wir hier sehen. Ir dar viena mintis apie Tomą Maną. Iš tikrųjų labai daug inteligentijos atstovų iš Vokietijos imperijos elgėsi labai panašiai ir kalbėjo panašiai apie karą. O kai karas buvo pralaimėtas, kai jis baigėsi, jie tiesiog pamiršo tos savo ankstesnius pasisakymus ir apie juos nekalbėjo, taigi Manas iš tiesų nebuvo išimtis. Pavyzdys galėtų būti Georg Simmel, kurį aš pati labai gerbiu, kuris karo pradžioj buvo apimtas didžiausios euforijos. Ich verstehe, die Trauerarbeit des im Bildungsbürgertum ging über eine Verherrlichung, Glorifizierung der Gefallenen und der Toten. Aber ich verstehe, es ging auch über eine Glorifizierung des Sterbens. Ja. Wie hat dieses Bildungsbürgertum andere Formen der Darstellung aufgenommen? Ich denke an Erich Maria Remarque. Wie heißt es nochmal? Im Westen nichts Neues. Wo das Sterben nicht glorifiziert, sondern in seiner Elendigkeit und Falschheit mit den Versprechungen denen gegenüber den Jugendlichen und so weiter gezeigt wird. Kaip suprantu, inteligentija Vokietijoje gedėjo šlovindama žuvusiuosius ir šlovindama pačią mirtį. Mano klausimas būtų, kaip inteligentija Vokietijoje priėmė tokius kitokius bandymus suvokti karą, kaip pavyzdžiui Remarko Vakarų fronte nieko naujo, kur mirtis nėra šlovinama. Also diese Stimmen, die habe ich nur ganz am Rande erwähnt, weil die sich eben auch relativ spät erst äußern öffentlich. Also die Stimmen, die sozusagen den Schrecken des Sterbens. Also das, was ja in Thomas Mann in diesen 8 Zeilen auf einmal drin ist, ja, ganz, also ganz brutal und was er dann aber sofort wegnimmt. Das heißt, dass das ist ja relativ spät erschienen, Erich Maria Remarque, ich weiß nicht das genaue Jahr, aber in den späten 20er Jahren. Danke. Und das ist ja, das hat natürlich gesprochen für eine Gruppe von, ich würde sagen, eher linksbürgerlichen Intellektuellen, die eben diese Glorifizierung nicht mitmachen wollten. Bitte? Entschuldigung, ja. Danke. Tomas Manas taip pat kalbėjo apie mirties ir karo baisumus, jau tose minėtose 8 eilutėse, jis labai brutaliai apie tai kalba, bet po to iš karto ir pats nuo tų minčių atsitraukė. O Remarko knyga pasirodė gana vėlai, 1928 metais, ačiū už pastabą, ir ji greičiausiai patiko kairiųjų pažiūrų inteligentijai, kuriai mirties šlovinimas netitiko jų pažiūrų. Und das, was Sie ansprechen, diese Glorifizierung des Sterbens, wie Sie das genannt haben, das ist ein Phänomen, mit dem ich selber beim Schreiben dieses Buches über diese Familie sehr gekämpft habe, weil das beginnt sofort. Also das beginnt eben nicht erst nach dem Krieg, sondern diese jungen Freiwilligen, die gehen in den Krieg, unter anderem mit dem Bekenntnis, dass sie bereit sind, fürs Vaterland zu sterben. Ja? Und es gibt in den Briefen, die ich gelesen habe, also in den Briefen des jungen Otto, gibt es immer wieder Äußerungen, dass er keine Angst hat vor dem Tod und dass er sich auch noch, das wird sogar zur Todessehnsucht. Mirties Schlovinimas buvo fenomenas, kurį aš rašydama šią knygą sutikau pačioj pradžioj ir aš turėjau su tuo iš tikrųjų pati net kovoti, nes tas mirties šlovinimas pasirodė ne po karo, o dar pačioje pradžioje. Jauni savanoriai
buvo linkę eiti į karą ir pasiruošę mirti už savo tėvynę. Taip, ir iš Oto laiškų matyti, jisai vis pasisako, kad nebijo mirties ir galima pajusti net tam tikrą mirties ilgesį. Während, das ist auch eine Klassenfrage, würde ich sagen. Ich hab sie gehört. Es ist nicht nur die Linke. Ja, Sie haben das gesagt. Ja. Ich wollte nur noch einmal sagen, das ist auch eine Klassenfrage. Der einfache Soldat weiß, er kann sterben im Krieg. Aber es gibt eine, in diesem Krieg gab es eine bestimmte bürgerliche Idee, dass das Sterben eine Erfüllung ist. Und das ist schwer zu verstehen, ne? Ja. Tai yra ir tam tikras klasių klausimas. Paprastas kareivis, eidamas į karą, jis žino, kad jisai labai, kad jis greičiausiai žus, o kare buržuazija turėjo šiokią tokią kitokią idėją, būtent kad mirtis yra jų išpildymas. Gut, eine kurze Frage bitte noch und dann dar vienas trumpas klausimas. Ja, guten Tag, danke für das Referat, sehr eindrucksvoll. Ich fasse für mich zusammen heute, dass ich froh und dankbar bin, dass wir in einer Demokratie leben. Denn früher wurden die Menschen durch die Oberschicht bestimmt. Und heute wird rückblickend auf diese Menschen geguckt, aber nicht auf den normalen Menschen, der gar nicht gefragt wurde, ob er sterben will, auch nicht auf die Mutter, die gefragt wurde, ob sie ihr Kind geben will. Und auch nicht gefragt wird heute, wie die Familien mit diesen Verlusten fertig geworden sind. Ich selbst bin Jahrgang 1944. Ich bin im letzten Kriegsjahr geboren und kann sagen, dass ich diese Zeit nach dem Krieg sehr unmittelbar und sehr schmerzlich erlebt habe. Mit all den Folgen in der Familie, mit den Diskussionen zwischen den Eltern hinsichtlich persönlicher und anderer Schuld. Und ich bin froh, dass wir heute die Möglichkeit haben, viel mehr Menschen zu Wort kommen zu lassen und zur Wirkung kommen zu lassen. Dankeschön. Ačiū Jums už tokį įspūdingą pranešimą. Aš norėčiau pasakyti, kad aš džiaugiuosi ir esu dėkingas, kad mes gyvename demokratijos laikais. Anksčiau visus valdė ir pats aukščiausias viršutinysis sluoksnis. Ir dabar, jeigu mes žvelgiame atgal, mes matome, kad tų paprastų žmonių net nebuvo klausta, ar jie nori eiti į karą ir žūti, ir neklausta jų motinų, ar jie nori išleisti savo sūnų. Ir jų neklausta, kaip tos šeimos susidoroja su karo pasiekmėmis. Aš pats gimiau 1944-aisiais, paskutiniais karo metais, ir aš karo pasiekmes patyriau labai skaudžiai ir labai tiesiogiai, ir aš mačiau visas pasiekmes mūsų šeimoje, diskusijas tarp tėvų dėl savo ir dėl kitų kaltės. Taigi aš džiaugiuosi, kad dabar paprasti žmonės gali, yra daug labiau matomi, gali daug daugiau pasisakyti ir daugiau nuveikti negu anksčiau. Ich möchte Ihnen danken für Ihre, das ist ja keine Frage gewesen, ich kann mich dem nur anschließen und als Historikerin kann ich sagen, manchmal lernt man eben doch aus der Geschichte, aber nicht immer. Vielen Dank. Dėkoju Jums už šį komentarą ir aš norėčiau pasakyti, kad aš Jums pritariu ir kaip istorikė pasakysiu, kad kartais iš tikrųjų iš istorijos pasimokome, galbūt ne visadai, bet kartais tai įvyksta. So, und das war nun das Schlusswort und ich möchte zuallererst ganz herzlich unsere Referentin danken, dass sie hergekommen ist und uns zu diesem breiten Thema großartige Erläuterung gegeben hat. Dann möchte ich unserer großartigen Übersetzerin Jurate Żukowskaite danken. Und als drittes weise ich schon auf den Vortrag von Freitag hin. Professor Alfonsas Eidinters ist hier zu Gast und ich habe diesen Vortrag aus dem Litauischen ins Deutsche übersetzt und weiß schon, der ist sehr spannend für Deutsche und auch für Litauer. Also kommen Sie morgen wieder.
Und jetzt noch einmal bitte einen Applaus für Frau Wierling und Frau Zsukorskaite. Norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad atvyko ir kad tiek daug atskleidė mums naujo šią įdomią temą. Taip pat dėkoju vertėjai. O trečias dalykas, rytoj bus dar vienas pranešimas profesoriaus Alfonso Eidinto, kuris pas mus jau svečiuojasi. Aš verčiau jo tekstą į vokiečių kalbą ir turiu pasakyti, kad jis tikrai labai įdomus tiek vokiečiams, tiek lietuviams, taigi prašau ateiti. Ačiū. Ačiū. So, das war doch gut. Ja. Vielen Dank. Ja. Das war ja lieb.